Herzlich willkommen, meine werten Motorsportfreunde, zum dritten Lauf hier aus Portimão in Portugal, der Formel 3 Fantasy Liga. Ja, also letzter Lauf für dieses Wochenende und wir gehen natürlich einmal die Startaufstellung durch und die hat es, wie ich finde, in sich. Lukas Uhl startet von der Pole, überraschend. Und dahinter David Beckmann auf der 2, Simon Kaufmann auf der 3, 4. Pascal Spetz, 5. Julian Rehberger, 6. Felix Rosenqvist, Lukas Metten auf der 7. Also David Beckmann, Felix Rosenqvist sind die beiden WM-Konkurrenten, sind hier rechtlich beisammen. Pascal Spetz, der auch noch ein Wörtchen mitzureden hat in der WM, ist auch hier auf der 4. Also es wird ganz, ganz interessant. Philippe auf der 8, Zinniger 9, 10. Tobias Schulters, 11. Fries, 12. Spörk und 13. Young. 14. Dennis Schröder, 15. Pinke, 16. Ristilikanovic, 17. Laukan, 18. Schütte, 19. Ringbeck, 20. Burmeister, 21. Michel, 22. Volk, 23. Ahrens, 24. Dom. Dann würde ich kommen und Fritz Zietl und Andreas Basel hinter mir, weil die im Teil keine Zeit gefahren sind. Und ich würde sagen, wir gehen auf ins Rennen. Es werden 15 Minuten gefahren, wie immer, und ich versuche natürlich so schnell wie möglich aus dem Weg zu gehen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim letzten Lauf hier aus Portimão und los geht's. Ui, Lukas Uhl kommt da ganz, ganz schlecht weg. Simon Kaufmann hat den besten Start, würde ich fast sagen, von allen da vorne. Aber Beckmann geht in Führung. Und Uhl muss jetzt aufpassen, der verliert er gleich eventuell noch wieder einen Platz. So ist es. Simon Kaufmann geht auch gleich vorbei. Da haben wir auch noch hier eine schöne Gruppe. Überall wird hart gekämpft. So soll das sein. Das ist Racing in den Junior-Ligen. Sehen wir hinten Pascal Spetz, der Musterplätze wohl verloren haben. Ui, und da gibt es ein paar Berührungen, da geht einer weit. Den hier alle einmal vorbeidüsen. Da haben wir schon eine kleine Lücke. Hinten wird viel gekämpft. Das ist schön zu sehen. So, die erste Runde haben wir sogar gleich schon geschafft. Sehen wir mal, das Feld nach der ersten Runde schon ziemlich weit auseinandergezogen. Da muss jetzt nämlich schon Lukas Uhl aufpassen, dass er nicht gleich von Julian Rehberger hier überholt wird. Und der zieht jetzt schon aus dem Windschatten raus. Das ist, glaube ich, aber zu langsam. Ui, und vorne haben wir einen Angriff. Da probiert es Kaufmann. Kaufmann hat es geschafft. Vorbeigegangen. An Beckmann. Schauen wir uns mal an. Später Angriff, glaube ich. Ja, da voll durchgezogen. Das hat geklappt. Also, Kaufmann jetzt auf der 1. Gefolgt von Beckmann auf der 2. Dritter ist Lukas Uhl. Vierter Julian Rehberger. Auf der 5 Felix Rosenqvist. Schon hat ein paar Plätze zugemacht. Pascal Spetz auf der 6. Hat 2 verloren. Siebter ist Sven Zinniger. Achter Michael Spörk. Neunter Juan Felipe. Zehnter Fries. Elfter Lukas Metten. Der hat auch viele Plätze verloren. War ja, glaube ich, Platz 7 oder 8. Jetzt ist er nur noch 11. Also muss ein paar Plätze wieder gut machen. Schulter ist auf der 12. 13 Schröder. 14 Hekin Young. 15 Paolo Pinkel. 16 Ristilikanovic. Paolo Pinkel beim Teil der letzte momentan in den Punkt. Jetzt kommt der Angriff von Ristilikanovic. Das geht sich nicht aus für ihn. Schütte hier auf der 17. 18 Burmeister, 19 Laukanen, 21 Michel, 21 Volk, 22 Ringbeck, 23 nur Andreas Blase, 24 Jesper Ahrens, 25 Fritz Dietl, der eigentlich vor diesen Rennwochen unter den Top 3 war in der WM. Jetzt wird er sich wahrscheinlich dort nicht mehr befinden. Hat eine gute Saison gezeigt eigentlich und jetzt auf dem in Portimão, da läuft es so gar nicht für ihn. Und auf den letzten Platz haben wir denn hier Philipp Dom. So, Philippe fährt die schnellste Runde. Schauen, ob wir hinten ein paar Angriffe sehen. Ja, da wird zu dritt nebeneinander gefahren. Volk macht schon mal einen Platz gut, oder versucht es zumindest. Verliert aber gleich wieder den Platz.
und hat jetzt hier wieder den Platz. Ja, jetzt ist er vorbei. Und dann gehen wir mal nach vorne. Wie sieht es da aus? Kaufmann noch immer auf der 1. Beckmann auf der 2. Rehberger ist jetzt schon auf der 3 und der jagt jetzt die beiden hier. Für Julian Rehberger, der ja damals in der allerersten Saison, der war auch Formel 3, da war, hat er, glaube ich, zu den Top 3 gehört, wenn ich mich recht entsinne. Simon Kaufmann hat ja damals auch, war, glaube ich, auch in den Top 5. Bis jetzt, die Saison lief jetzt für die beiden, die jetzt momentan auf 1 und 3 sind, noch so gar nicht. Könnte also gut sein, dass sie hier doch um einiges besser abschneiden werden. Zumindest in Portugal. Lukas Uhl jetzt nur auf der 4, auf der 1 gestartet, mittlerweile nur noch auf der 4. Allerdings muss man so sagen, Lukas Uhl hatte auch bis zu diesem Rennwochenende fast noch gar keine Punkte auf dem Konto. Felix Rosenquist versucht sich vielleicht jetzt Uhl zu schnappen demnächst. Mal gucken, Windschatten sollte ja eigentlich da sein. Sie fragen, ob er bloß nah genug schon dran ist. Kaufmann fährt die schnellste Runde. Ja, nicht. Hier hinten können wir vielleicht einen Angriff sehen. Spörk gegen Ziniger. Lukas Metten auf der 11 fährt jetzt die schnellste Runde. Und da ist jetzt Spörk erstmal vorbei an Ziniger. Da versucht jetzt auch Philippe gleich das irgendwie auszunutzen. Wieder, ja. Ein bisschen geschubst, ja. Und Philippe geht jetzt auch vorbei an Ziniger. Ziniger also schnell mal ein bisschen durchgereicht. Und jetzt ist auch Fries gleich durch. Und der nächste wäre Lukas Merten. Qualifikationstechnisch sollte er eigentlich locker unter die Top 10 kommen. Wenn man es ein bisschen von der Qualifikation vergleicht. Beckmann fährt die schnellste Runde des Erds und ist ein Angriffsmodus. Lukas Uhl kontert sofort. Auf der 4 kommt jetzt der Konter eventuell von Beckmann. Vorhin hat es Kaufmann gemacht. Nein, er nicht. Und Uhl ist wieder vorbei an Rehberger. Das schien ganz schön einfach gewesen zu sein gerade. Beckmann hängt der Kaufmann direkt im Nacken. So, und für Rosenquist geht es momentan noch nicht wirklich weiter. Nach vorne ist noch immer auf der 5. Kämpft ja in der WM gegen Beckmann. Muss also versuchen, irgendwie wieder vorne ranzukommen. Rosenquist hat allein durch den Red Bull Ring, wo er 2 Siege und 1 zweiten Platz geholt hat, sich extrem weit nach vorne gearbeitet in der Liga und der WM-Gesamtwertung. Seitdem ist auch so ein bisschen der Knoten bei ihm geplatzt. Die ersten 4 Rennwochenende waren so lala, sage ich mal, und dann auf einmal, dann hat es ungefähr Klack gemacht und seitdem zeigt er gute Rennen. Jetzt kommt jetzt der Angriff von Rosenquist. Beckmann auf jeden Fall wagt vorne wieder den Angriff. Ui, geht sich, glaube ich, wieder nicht aus. Nein. Kaufmann war da auf der Außenbahn wieder unterwegs. Und Beckmann hat es nicht hingekriegt, sich so zu positionieren, dass Kaufmann irgendwie vom Gas gehen musste. Und Rosenquist schaut sich das noch in Ruhe an bis jetzt. Und
Rebecca drückt er jetzt wieder gegen Uhl. Jetzt kommt der Angriff von Rehberger. Und Rehberger ist vorbei. Rehberger geht wieder vor auf die 3. Und mal schauen, ob Uhl gleich wieder kontern kann. Aber jetzt scheint Rehberger fast eher den Angriff nach vorne zu suchen. Uhl scheint so ein bisschen Anschluss gerade zu verlieren. Der versucht fast eher nach hinten zu schauen, glaube ich. Kommt der Angriff von Rosenqvist? Ja, er kommt. Geht sich aber auch nicht für ihn aus. Pascal Schwetz da auf der 6 dahinter, der schaut auch momentan eher zu. Also Rosenqvist und Schwetz, ich glaube, die hoffen noch ein bisschen, dass sich die vielleicht davon, na, vielleicht abschießen, so wie sie sich da bekämpfen. Aber natürlich, irgendwann muss auch mal Rosenqvist jetzt die Initiative ergreifen. Es sind nur noch 4,5 Minuten. Und jede Minute, Sekunde zählt natürlich bei so einem Rennen. Schwetz, ja, wollte ich gerade sagen. Hat da mal reingeguckt. Und jetzt verliert Uhl richtig Abstand nach vorne. Rehberger ist da jetzt nämlich dran. Der schiebt die 3 jetzt da vorne so ein bisschen zusammen. Oder die 2. Für wen geht sich das jetzt hier aus am Ende der Langgeraden? Rehberger fährt auf jeden Fall die schnellste Runde. So viel schon mal klar. Und Beckmann mit dem späten Angriff. Aber geht sich wieder nicht aus. Und dahinter, Uhl ist noch immer vor. Und jetzt sucht Spätz die Möglichkeit gegen Rosenqvist. Aber Rosenqvist scheint vorne zu bleiben. So ist es. Und jetzt probiert Schwetz hier in. Schiebt sich da. Versucht sich da so ein bisschen brutal reinzuschieben, aber geht sich aus. Boah, geht sich zumindest nicht aus. Und das hat natürlich jetzt sehr, sehr viel Zeit gekostet und Rehberger drückt hier. Also richtig. Der Angriff bleibt aus. Wir haben noch 2,5 Minuten, also ich denke, dass wir noch 2 Runden erleben werden, auf jeden Fall. So, wer ist denn momentan 15. 15. wäre momentan Milos Risilikanovic. Der würde also den letzten Punkt abstauben. Davor Pinkel. Davor haben wir Kim Yang, Schröder auf der 12. 11 Schultheiß. 10. ist Merten. Fehlt da jetzt irgendwie einer vorne? Ich habe fast das Gefühl, dass da irgendwie einer fehlt. Da haben wir Dom. Ja, Michael Spörk fehlt nämlich. Ich wollte das sagen. Und da kommt jetzt gerade Angriff von Rehberger gegen Beckmann. Geht sich nicht aus. Und das hat natürlich jetzt unglaublich viel Zeit gekostet. Und spielt natürlich denn in dem Fall jetzt gerade Simon Kaufmann richtig in die Karten. Spörk, warum ist Michael Spörk ausgefallen? Ich wollte es sagen, irgendeiner fehlt doch jetzt da vorne. Schauen wir mal. Wegen eines Motorschadens. Michael Spörk in den Punkten. Das ist natürlich wieder richtig dumm für ihn jetzt hier gelaufen. Das ist, glaube ich, der erste Ausfall überhaupt in diesem Jahr. Ja, und für Kaufmann läuft es eben tatsächlich richtig gut. So, wir waren jetzt gerade dabei.
Risikanovic ist eben halt 15. Würde momentan den letzten Punkt bekommen. Auf der 14 Pinkel eben halt 13 Hikim Yang. Hinter Schröder hier, Schulters auf der 11, 10. ist Merten. Der hat es jetzt nicht mehr geschafft, da an Zinniker wirklich ranzukommen. Der ist auf der 9, Fries 8, 7. Philippe, 6. wäre Schwätz, 5. Rosenquist und ich werde Uhl. Der konnte jetzt hier ein bisschen absetzen. Oh, und Rehberger ist weiterhin dran an Beckmann. Wir müssen sogar aufpassen, da kommt jetzt sogar schon wieder Uhl mit angeflogen. Und die gehen jetzt gleich alle in die letzte Runde. Kaufmann scheint das nicht mehr zu bekümmern. Der führt hier das Rennen an. Ich glaube, Beckmanns Abstand scheint groß genug zu sein, dass er sich hier den Angriff erwehren kann gegen Rehberger. Und so ist es auch. Höchstens hier Rosenquist gegen Schwätz. Kommt da jetzt nochmal der Angriff von Schwätz. Er probiert es. Er geht sich nicht aus. Nein. Rosenquist bleibt vor Schwätz. So, wir gucken mal schnell nochmal auf die schnellsten Runden. Schnellster Mann wäre eben halt Rehberger. Wir müssen von der schnellsten Runde her. Gibt zwar keine Zusatzpunkte. Allerdings ist es ja mal schön mal zu sehen. So, wir gehen jetzt nach vorne. Simon Kaufmann hat nur noch wenige Meter vor sich und dann holt er sich hier den Sieg. Es müsste auch sein allererster in diesem Jahr sein und damit macht er natürlich einen doch recht großen Sprung wieder nach vorne in der Tabelle, natürlich im Vergleich, wie die anderen natürlich hier an diesem Wochenende gepunktet haben, aber ich glaube, Simon Kaufmann hat ja allgemein auch im ersten und zweiten Rennen schon, glaube ich, vernünftige Ergebnisse abgeliefert, weil das, glaube ich, zumindest in einem Rennen schon mal in den Punkten. Ich habe jetzt gerade Rennen 1 und 2 nicht im Kopf von den Platzierungen her. Auf jeden Fall holt er sich hier den Sieg und damit, vielleicht ist er auch bei ihm jetzt damit ein Knoten geplatzt. Bei Rosenquist war es auf jeden Fall so, und jetzt erstmal Simon Kaufmann, herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier in Portugal. 2. David Beckmann, 3. Rehberger, tolles Ergebnis. 4. Uhl, auch tolles Ergebnis. 5. wird Rosenquist, 6. wird Schwätz. 7. wird Philippe, 8. Fries, 9. Zinniger, 10. Merten, 11. Schulter ist, 12. wird Hikim Yang. Der hat hier noch Dennis Schröder jetzt am Ende überholt, der wird noch 13. 14. Pinkel, 15. Risikanovic, 16. Naukan, 17. Michel, 18. Schütte, 19. Burmeister, 20. Volk, 21. Dietl, 22. Ringberg, 23. Blase, 24. Ahrens, 25. Dom und ausgefallen ist eben halt Michael Spörk. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen zum viertletzten Wochenende der Formel 3. Demnächst haben, also bedeutet jetzt, haben wir noch 9 Rennen, die übrig sind. 9 mal 15 Minuten voller Action. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder zum nächsten Rennen. Und bis dahin, ciao, ciao.